auf dem Kanal, Leute. Heute machen wir was richtig, richtig Geiles, denn ich teste heute dumme Wege, Arena-Punkte zu bekommen, meine Damen und Herren. Und so fragen sich sicherlich Leute, wie ich auf meinem Main-Account Platin bin. Und ich bin auf jeden Fall jetzt auf dem anderen Account von Forti, meinem kleinen Bruder. Ihr wisst doch, Forti. Kennt ihr den Forti? Was geht, Bruder? Darf ich deinen Account benutzen? Was ist das? Hör mal auf meinen Account zu spielen, du Dummkopf, ich bin kein Rank. Okay. Halt dein Schnauze, Forti! Wir starten direkt rein, Freunde. Ihr seht's, wir sind Rank 0 und natürlich nehmen wir für dumme Wege natürlich Shorts, die wir uns heute angucken werden. Und zwar ist der erste Short der hier. So, okay, wie ranken wir in Chapter 5 Season 1 ab? Okay, wir müssen auf den Zug. Und die Kiste gibt uns 10%. Okay, wenn wir in ein Auto fahren, kriegen wir auch nochmal 5% extra Punkte. Und Boss töten und den Tresor öffnen gibt nochmal 15%. Also 10% für den Boss und 5%. Jo, diese Tower geben 15%. Okay, Gold Location gibt nochmal 5%. Okay, ja gut. Er hat jetzt nicht mehr gezeigt. Also müssen wir jetzt diese Runde ein Boss killen, auf den Zug, Auto fahren und so eine andere Location, so diese Sturmdinger machen, Leute. Ich würde mal sagen, wir starten direkt rein mit Officer Forti. Willkommen bei Kapitel 5, Season 1. Wir gehen rein. Oh, nein. Hallo. Was für Rank Duo, Digga. Chill mal. Wir gehen Rank Solo rein, Junge. So ein Ding ist das nämlich. So, wir gehen rein, sehen uns im Spiel, let's go. So, Freunde, wir gehen rein und landen direkt in Snotty Steps. Denn es ist ein goldenes Gebiet mit dem Boss und den müssen wir natürlich schlagen. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal Waffen. Und vielleicht warten wir sogar ab, bis jemand anderes ihn schlägt. Aber, nein, komm, wir haben Big Balls. Wir gehen direkt rein. Ich bin Officer Forti, Junge! Erhöh dich selber, Digga. Geh schlafen, sehr gut. Bots erstmal hier ausge. Tricks. Digga, was mache ich denn da? Boah, Digga! Okay, da ist der Boss. Ja, hehehe, in dein Gesicht. Jetzt tanzt der Ehrenlose! Digga, dem seine Bots! Die sind ehrenlos! Ich muss mich healen. Ich muss mich healen. Schnell. Heal. Digga, ich habe keine Ammo mehr. Oh nein. Wir müssen den Boss killen, dann kriegen wir 10% mehr. So, ich bin echt mal gespannt, was wir eingerankt werden, Leute. Die nehmen wir mit zum Escapen. Das ist gut. Wo ist Peter Griffin? Erstmal die Bots killen. Jetzt Peter Abi. Wo ist Peter Abi? Irgendwie ist hier keiner, ne? Da ist er. Okay. So ein Dummkopf. Er hat sich selber zum Tanzen gebracht. Ah, sehr schön. So, wir haben den Boss gekillt, meine Damen und Herren. Und haben jetzt auch das Medaillon. Das heißt, wir gehen jetzt auf jeden Fall runter und holen uns die ganzen Waffen, die unten sind. Und natürlich den Vault. Den Vault, den Tresor. Der gibt uns nochmal 5%, glaube ich. Mehr, so einmal scan bitte. Die Waffe kriegen wir eh neu. So, zack. Und mach auf das Ding. Officer Forti ist hier, Junge. Ich meine Ottoman. Abonniert meinen Kanal, ihr wisst Bescheid, Freunde. Sonst kommt Drucker und zerstört euch. Ich sag euch, wie es ist. So, wir machen mal hier Waffe. So, wir können uns auf jeden Fall eine Sniper gönnen. Denn ich bin sehr stark mit der Sniper. Deswegen nehme ich eine mit und eine SMG. Nice Reno. Und wir tun uns noch die hier upgraden. Und zwar brauchen wir dafür noch mehr Geld. Ich glaube, das geht gar nicht klar hier. So, einmal ein Visier. Ah, wir haben kein Geld mehr. Na gut. Warte. Schalli drauf. Rückstoß verbessern drauf. Und Nachladegeschwindigkeit ist schon drauf. Okay, wir sind schon mal gut dabei. Und die Zone kommt, die habe ich ja übelst vergessen. Aber wir haben schon mal gut Punkte gemacht. Leute, sage ich euch, wie es ist. Wir haben schon mal sehr gut Punkte gemacht. So, zack, ab in die Zone. Und wir brauchen ein Auto. Oh, ganz wichtig, auch noch ein Auto. Und natürlich diese Orte, wo diese Dinger sind. Oh, da kommt der Zug, perfekt. Okay, wir müssen hier hinten warten bei dem Zug. So, komm schon. Wir müssen mit dem Auto fahren. 100 Meter mit dem Auto fahren. Auf jeden Fall.
Chill, Bro, chill. Jetzt verpasse ich meinen Zug wegen dir, Junge. Abfahrt auf den Zug drauf. Nein. G-Wagon, fahr! Wir müssen auf den Zug, wir müssen auf den Zug. Oh mein Gott, da... Bro! Öffne das Ganze. Nein! Ich bin gestorben, weil die ehrenlos sind, Digga. Okay, unser Rank ist einmal. Wir gucken jetzt gleich. Komm schon, fortfahren. Ja, zeig mir meinen Rank, Junge. Oh, 9. Wir sind Bronze 3, meine Damen und Herren. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir machen direkt bereit. In der Zeit, wo das ein Spiel sucht, schauen wir uns das nächste an. Und das nächste wäre das hier. Wir haben zwar nicht alles geschafft, aber wir schauen uns das mal an. So, rein da. Okay. Ich bin gespannt. Das ist der schnellste Weg. Okay, das vierte Punkt ist Modify Your Weapons. Okay, das hatten wir, sind aber gestorben. Aber die helfen uns in den Fights. Especially if you eliminate players okay. With the weapons. Okay. The third actual way to rank okay, dritte Sache. Win games, but win games by playing squads. Oh, squads give you a bigger opportunity for elimination. Oh. So the more you get, the more you rank up. This okay. Will also be more fun, which will generally make yeah. You play more ranked. The second actual way to rank up is to do your ranked quests. You can choose really easy quests and hope to gain an additional 5% of rank. These quests are very useful if you're a good fighter, but you can also choose easier ones that may not use fighting. The first and best actual way to rank okay, up is to okay. Eliminate players later in the game. This means eliminating players more when you're in the top 20 as rank values these eliminations more. This current map is perfect for survival. Verstehe. Also, das ist ja mal ganz easy. Wir müssen unsere Waffen upgraden, wir müssen uns Mates suchen und die letzten 20 oder bei den letzten Top 20 Leuten mehr Kills machen, damit wir mehr Rankpunkte bekommen. Darf ich mal sagen, Freunde, ich hole mir jetzt einen Squad zusammen. Hier gehen wir erstmal raus. Ich hole mir kurz einen Squad zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Let's go. Und ich bin echt gespannt, ob wir jetzt viel, viel mehr Punkte bekommen. So, Freunde, da ich nur zwei Freunde habe, sind wir in Trio reingegangen. Aber das sollte ja auch passen, denn Brekkis und André sind mit am Start und werden für uns heute Kills sammeln. So ein Ding ist das nämlich. Okay. Okay, wir müssen den Boss killen. Wir müssen so viele Kills wie möglich machen, Jungs. Ich habe Angst. Bots gekillt. Bots sehen nicht, richtige Spieler. Bei Bricks. Komm, ich komm. Hab ihn, Digga. Auf geht's. Schön. Let's go, kill ihn direkt, genau, sehr schön. Gib mir auch eine Waffe, Irreloser. Okay, wo ist schon André? Ich seh ihn. Der versteckt sich. Aua. Hab ihn. Sehr schön. Bei mir. Please, wo ist André? Pass auf, er ist Maschine, er kommt rein. Er ist Maschine. Wir haben jetzt nice, auch... Oh, Jungs. Digga, ich bin so gut, Digga, oh mein Gott. Helf ihm. Brekkis! Ich bin EH, ich muss noch gucken, da war noch ein Gegner. Erstmal aufsammeln, dann helfen. Das macht man so. Okay, Jungs. Ich muss kurz hier meine, Schüttelgetränk trinken. Digga, muss man das gedrückt halten? Hier ist doch Automat. Komm mal, Automat. Jungs, warte mal. Das hielt ja uns alle. Ja, ja Ehre, Digga. Ey, der Boss komm. Ist hier. Wo ist der? Ich habe keine Ammo mehr. Genau neben uns. Kill ihn! Wir brauchen seine Karte! Der ist gleich down. Sehr schön. Nice. Los, nimm die Karte. Wow, hier schießt einer. Hey, hier ist ein Spieler. Ach nee, das sind NPCs. Digga, die sehen wilder aus als normale Menschen. Okay, Jungs, wir müssen direkt runter uns Waffen upgraden. Los geht's. Weil das gibt uns noch eine Chance, hier alles zu zerfetzen. Warte, wir sind falsch. Bro, du bist hier ist Automat, der Heftigste. Komm mit André. Warte, lass erst. Hier ist Automat. Dings. Automat hat ja selber alleine benutzt. Das AOE-Ding, schade. Nein. Entschuldigung, Bruder, was soll ich dir sagen? Ja? Ich komm zu euch, Jungs. Du weißt doch. Knapp. Da ist doch ein Dings, nimm das. Abfahrt, Jungs. Okay, wenn wir den jetzt öffnen, guck mal, jetzt kriegen wir nochmal 5% dazu, Jungs. Sag ich euch, wie es ist. Okay, seid ihr ready? Darf ich anmerken, dass ich Diamant bin? Ja, deswegen haben wir das Problem, wegen dir. Sorry. Okay, Jungs, holt euch hier die Waffen, guck mal, an der Wand. Hier, zack, eine goldene Dings. Du kleiner 31, okay, Jungs, ich bin upgegradet. Ich habe gute Waffen. Ich brauche nur noch gute Heal, sag ich dir early. Okay, nein, nimm mit, alles gut. Okay, Jungs, ey, wir müssen uns beeilen, halt yalla. Wir gehen rein, Ninja Turtle Style. Okay, seid ihr bereit, Jungs? Logisch, er ist daneben gesprungen und dann reingesprungen. Springt rein. Bin reingesprungt. Okay, nice, Brex. So, wir holen jetzt Gegner. Wir holen jetzt Gegner, Jungs, seid ihr bereit? Wir haben drei Teamkills.
Musik geht nicht irgendwie aus. Ich weiß nicht, warum. Glaubst du, hier ist jemand? Wir waren, wir Achso, waren hier. Ich weiß nicht, wie die Mucke ausgeht. Kannst du bitte nicht so wie Odoman fahren? Ich hab nur noch... Okay, André, wir müssen... Funktioniert ja super, dieses nicht wie Odoman fahren. Ey, ja, du hast, pass auf! Nicht gestorben. Ich glaube, das war ein Fehler, mit euch zu spielen, ihr Opfer, Digga. Das Lama! Das Lama da! Das Lama! Fahr es an, Digga. Sehr schön. Wichtig. Wichtig und richtig. Ich fahre nicht mehr Auto, ich werde aber nur angemeckert. Wir alles nimmt. Okay, ich Jungs, so lass reinnehmen. Ey, ey, hier sind Spiele, wir müssen die killen, Okay. Yalla, yalla. Seid ihr bereit? Mama, ich krieg 360 No-Score. Such ihn. Wir müssen so viele Kills wie möglich machen. Und bei Top 20 müssen wir sogar noch mehr Kills machen, Jungs. So viele Kills wie möglich und bei Top 20 noch mehr. Ja, weil da zählen die Kills noch Gegner, mehr. Gegner, hier sind wo, Gegner. Wo? Hier sind Steps, hier sind ja, Steps. Ja, Abfahrt, hier. Abfahrt. Entweder sind safe unten. Oder Gegner. Die sind 100% unten, Bruder. Ja, lass zusammenbleiben, lass zusammenbleiben, lass zusammenbleiben. Und unten. Wilde Tapete, Digga. Ja, die sind hier, die sind hier. 100% hier. Hier drin. Auf das Ding. Ja, die sind da drin. Ah. Sehr schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott, André, du musst carryen. Er tanzt auf dich. Ja, er ist NPC. Warte, nicht reingehen. Achso, das war sein Bot. Ich hab mich gefragt, warum der da tanzt und so, Digga. Hat ja gut geklappt, Jungs. Ey, danke, dass ihr dabei wart. Warte, ich muss meinen Rank angucken. Mein Rank ist von Bronze 3 auf Gänse. Und ich habe vielleicht 3% oder so bekommen. Ohne Rand bei mir. Achso, jetzt. Bronze 2, Jungs. Nice, okay, ey, Jungs, danke, dass ihr mitgemacht habt. Ey, Kuss wirklich, ich mach lieber jetzt alleine wieder weiter, Digga. Oh, Digga, zu gut, okay, Kuss geht raus, check die Jungs ab. Hat ja super geklappt, mit meinen Bros hier einen Win zu holen. Und wir gucken uns das nächste an, und zwar das hier. Okay. Er sagt, in 7 Spielen kommt er in Unreal. Okay. So if you guys just build a pillar like this, you guys can go up these ledges and you gain 1% for every ledge. So you guys can just keep doing this and go up a full rank. Okay, was ist das, Bruder? Er ist ein Pillar. So for every 30 seconds you guys spend on the train, you actually gain 3%. Okay, für jede 30 Sekunden bekommen wir 3% auf dem Zug. The next one is more of like an exploit, but you guys want to make it to a body of water and you just want to swim into your ramp. Okay, er sagt, wir sollen in die Rampe und dann kriegen wir Damage. Und das Spiel denkt, wir sind in einem Kampf. Was? Warte mal, wie krank ist das denn? Wenn das wirklich funktioniert, wäre das heftig, weil das Spiel denkt, wir sind in einem Kampf. Wenn wir uns dann heilen, denkt es, wir haben sozusagen gewonnen und kriegen 20%. Okay, wir dürfen keinen Sturmschaden bekommen und all die anderen Taktiken machen. Also, gut, Freunde, wir starten rein. Ich gehe rein in die Runde und dann sehen wir uns gleich wieder. Let's go. So, Freunde, wir sind nächste Runde. Und Digga, ich wollte einfach irgendwo abgelegt erstmal landen und hier landet einfach jemand. Bei der Tankstelle, wo ich landen wollte. Aber er sieht sehr nach einem Bot aus, deswegen killen wir den jetzt erstmal. Kriegen erstmal Punkte dafür, das ist erstmal nice. So, zack. So, weg mit dir. So, und wir brauchen Materialien, Leute. Hä? Hallo, Kiste. Okay, wir haben Materialien und wir werden jetzt das hier bauen. Dann das hier. Und dann müssen wir da oben nochmal eins hinbauen. Warte mal. So. Ah, warte. Ich weiß wie. Ich muss hier nochmal eins hinmachen und dann hier eins. So, das hat er auch gebaut und wir müssen jetzt einfach nur klettern. Okay. Und das soll uns immer 3% geben anscheinend. Naja, ich weiß nicht, ob das uns hilft, sag ich euch ehrlich, Leute. Ich weiß nicht, ob das uns was geholfen hat, Freunde. Ich sag euch, wie es ist. Naja, egal. Dann würde ich mal sagen, wir... Digga, hier ist kein Auto. Hier ist echt kein Auto. Wir müssen nämlich auf den Zug... Oder ins Wasser. Warte, wir brauchen Healing. Wir holen uns hier mal. Oh, wir haben kein Geld. Junge, ich habe kein Geld. Aber hier, Verbände. So, Freunde, wir sind beim Wasser und er sagt zu uns, wir sollen so eine Schräge bauen. Am besten so, I guess. Und dann sollte ich gleich Damage bekommen. Ich schwimm gegen Brett, aber es funktioniert nicht. Oh, doch, es geht. Ich krieg Schaden. Gerade habe ich Schaden bekommen. Ich muss 20 Schaden bekommen. Der Punkt ist es. Okay, zack. 20 Schaden. Wir machen mal ein bisschen mehr. So 30 Schaden. Okay, und raus. Und heilen.
So, okay. Das Spiel hat jetzt gedacht, ich bin im Fight und habe anscheinend Punkte bekommen. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich sage euch, wie es ist. So, wir müssen jetzt den Zug erwischen. Und jede Sekunde, die wir auf dem Zug sind, oder alle 10 Sekunden, kriegen wir Punkte dazu. Hat er gemeint gehabt. Und er ist in 7 Tagen so auf Unreal gekommen. Anscheinend. Aber er hat uns seinen Rank nicht gezeigt. Also ein bisschen sus. Muss ich ehrlich sagen. Wobei, wir können sogar noch von den alten Videos das hier mitnehmen. Das hier oben. Wobei, oh, der Zug ist da hinten. Wir müssen uns echt beeilen, auf den Zug zu kommen. Aber da waren wir auch noch nicht drauf. Wir müssen auf den Zug, unbedingt. Okay, Abmarsch. Und Kayabunga. Oh nein. Wobei, warte mal. Hier in der Stadt gibt es doch Autos. Ja, da ist ein Auto, let's go. Mit dem können wir es auf jeden Fall schaffen. Wo ist der Zug, wo ist der Zug? Okay, er ist schon da oben. Und wir dürfen nicht aus der Zone raus. Aber er fährt, okay, er fährt noch nicht aus der Zone raus. So, einmal ungefähr hierhin muss ich. So, wir sind jetzt übers Wasser und... guck mal, Auge des Sturms. Wir haben sogar Erfahrung dafür bekommen. Also wir dürfen echt nicht raus aus dem, aus der Zone. Und unser Zug ist jetzt einmal in meiner Nähe. Ich hoffe, da ist keiner drauf. Ich glaube, ich hatte jemand geholt. Ja, hier wurde jemand geholt. Digga, chill. Geh schlafen, Junge. So ein Ding ist das nämlich. So, wir haben die Truhe gehackt. Wir können uns hier noch ein paar Waffen grabben. Nimm die hier mit. Wo ist sein Mate? Sein Mate ist nicht mehr da. Okay. Nimm die Striker mit. Ich glaube, hier sind auch noch irgendwo Drohnen. Aber jetzt müssen wir einfach nur hier auf dem Zug überleben und kriegen dafür Punkte. So einfach ist es anscheinend. Ich bin gespannt. So, und jetzt bleibe ich einfach drauf. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht aus der Zone rausfahren. Okay, hier müssen wir kurz absteigen, denn wir müssen immer in der Zone drin bleiben und unsere Hacker-Truhe läuft noch. Die ist auch gleich ready und dafür kriegen wir auch anscheinend nochmal Punkte, Leute. Ich bin echt mal gespannt, was hier jetzt passiert. Und, okay, die ersten Punkte haben wir hier jetzt schon mal eingesammelt. Wir nehmen natürlich eine Pumpgun mit. Schildies. Minis trinken und dann Biggie. Oh, jetzt kommen wir in eine Stadt gleich rein, Leute. In diese Bahnhofstadt. Ich habe ein bisschen Angst. Ah, wobei, nee, was laber ich da? Das ist, die ist erst da oben. Und SMG. Okay, wir haben jetzt einfach full Waffen. Hallo, ich bin der Kranführer. Kranführer Odemann, Junge. Oh, kann ich meine Truhe wieder machen? Immer noch nicht. Schade, Schokolade. Und wir müssen echt nach der Zone schauen. Wir müssen immer in der Zone bleiben. Wir dürfen kein einziges Mal einen Zonenschaden bekommen. Aber, ey, wenn das so weitergeht, holen wir uns hier den Win, Digga. Ich krieg die ganze Zeit 3%, wenn ich hier chill, Digga. Hier müssen wir halt einmal absteigen, ne? Also hier absteigen und dann in der Zone weiterlaufen und den Zug halt wieder bekommen, ne? Das ist die Schwierigkeit. Das Ding ist, fährt der nochmal rein? Oh, der bleibt jetzt sehr lange draußen. Deswegen müssen wir jetzt mal den Zug vergessen, sage ich mal. Und erstmal ab in die Zone rein. Okay, Freunde. Wir schauen mal kurz, ob wir hier was zu heilen bekommen. Vielleicht ist es auch dumm, hier rumzulaufen. Oh mein Gott, hier ist ein Biggie, aber brauchen wir nicht. Oh, da wird geschossen. Nein, ich musste nachladen! Junge, er lädt so langsam nach! Okay, okay, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Den ersten haben wir schon mal. Wir müssen gleich Zone rein. Wir müssen gleich die Zone rein. Das ist wichtig, Freunde. Weil wir... Das ist, glaube ich, die längste Runde bis jetzt. Und 24 Leute leben nur noch. So, okay. Wir haben noch die ekligen Wände gehabt. Und ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Wir müssen ein bisschen hier abwarten. Abcampen, sage ich mal. Und sobald wir jetzt auch einen Kill machen... Aber wobei, ein Spieler noch. Oh, da ist er. Okay, Hit. Halt ein Visier, ne? Der Ehrenlose hat ein Visier. Komm. Zeig dich, Junge! Truhe geöffnet, gib mir einen Sniper. Gib mir einen Sniper. Er gibt mir keinen Sniper, der Ehrenlose. Noch nicht. Sehr schön, wichtig und richtig. Zone kommt auch. Da ist noch einer. Hab ihn. Da ist noch einer irgendwo. Da rechts, da rechts. Oh, oh. Er ist ein echter Spieler. Digga, ich bin so schlecht gerade. Harry Potter. Oh nein, er spielt gut, er spielt gut. Er spielt gut. Nö, wir müssen in die Zone, denn ich will Punkte. So. Ganz einfach. Ganz einfach. Oh, er hat mich...
mich gestunt, ich habe ihn gerade gesehen. Oh nein, aber ist okay, wir sind 12. Platz geworden, Freunde. Wir haben sogar bei den Top 20 ein oder zwei Kills gemacht, glaube ich. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, was für einen Rank wir haben, Freunde. Und ob diese dummen Taktiken uns hier was geholfen haben mit irgendeinem Klettern. Oh, oh, okay, Silber 1. Und, oh Digga, das hat echt geholfen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, Digga. Aber das war wild, Freunde. Ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall auch mal die Jungs, die vorhin dabei waren, ab. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Haut rein, macht's gut. Und schreibt mir mal unten rein, was für ein Rank ihr mit diesen komischen TikToks gemacht habt.